Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 Part 74 von mir auf 94. Wir müssen gerade immer noch so ein paar Gebiete säubern, wobei uns nur noch ein einziger Gegner fehlt. Das ist bestimmt wieder ein Rohling. Und bisher waren das 2, 4, 5 Rohlinge und 3 Bogenschützen. Und wie gesagt, es ist ein Rohling. Zack, in die Eier. Gut, und jetzt? Da lang. Okay. Hier ist die Map schon wieder ein bisschen schief. Ah, apropos Map, in Borderlands 2 soll es eine Minimap geben. Das finde ich schon mal sehr geil. Freue ich mich schon drauf. Und was ich ja gehört habe, die wollten das ja einigermaßen wahrheitsgetreu machen. Also ich meine Borderlands und wahrheitsgetreu, nee. Aber die wollten die Waffen einigermaßen authentisch wirken lassen. Und haben dann auch darauf geachtet, dass man das Klicken bei dem Betätigen des Triggers, also des, wie heißt das Ding? Was weiß ich, ich nenne es jetzt einfach Trigger. Triggers hört. Also, man drückt diesen Trigger und dann hört man so ein ganz leichtes Klicken. Aber ich wette, das wird eh von dem fetten Waffensound übertönt. Ja. Egal. Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn man sonst nichts zu tun hat, gerne. Aber ich fände es geil, wenn ich auch sowas programmieren könnte. Ich glaube, dann würde ich auch mal so ein Spiel machen, wenn ich Zeit habe. Na, und dann verkaufe ich das mit ganz schlechter Grafik und verdiene damit 10 Millionen. Naja, aber Minecraft ist toll. Obwohl, wer sagt denn, dass das eine Anspielung auf Minecraft war? Hä? Keiner, also, Motz mich nicht an. Warte, ich habe mich gerade selber angemotzt. Puh. Egal. Hoch die Wand. Hier müssen wir mal ein Versteck machen. Ich wette, die Templer könnten uns nie belauschen. Nicht ein Versteck, sondern ein Treffen. Fällt bestimmt nicht auf. Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. Sieh. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus, oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst, oder einen Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Ja, ich würde sagen jetzt, oder? Was ist, wenn wir jetzt ablehnen drücken? Ist das wirklich dann nie? Dann wird das LP beendet. Leonardos Flugmaschine zum Palazzo Ducale steuern. Im Inneren des Palazzo Grimaldi... des Palazzo Carlo Grimaldi eliminieren. Okay. Wünsch mir Glück, Leonardo. Und Francesco? Nein. Marcosi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Ich bin kein Dämon. Okay, wohin soll ich? Dahin. Okay. Gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Oh, da lang. Ich glaube mal, ich darf keine... Warte mal, ich muss mal kurz auf der Map gucken. Sonst komme ich überhaupt nicht klar. Wo lang soll ich? Okay, einfach weiter hier lang. Dann rechts. Okay. Nee, jetzt noch nicht rechts, sondern... Oh shit, ich muss da diese Flamme kriegen.
Oh Gott, war das knapp. Ah, da auf dem Schiff ist was. Tja, der hat mich echt getroffen. Scheiße haben die gute Archer. Darum. Fuck, 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 fuck. Ne, das war's. Nein, das war's doch nicht. Oh, ein Glück, dass hier noch Feuer war. Komm, und jetzt aber. Kacke, Alter. Jetzt hoch, oder was? Na, ah, oh, shit! Gott, war das mies! Ah! Ah, scheiße, jetzt muss ich alles nochmal neu fliegen. Ah. Ich wusste echt nicht, wo ich lang soll. Bah, war das kacke. Ja, ich bin ein Dämon. Also müsste ich mal höher fliegen. Außerdem sollte ich mal da lang fliegen. Wir wollen ja keine unnötigen Umwege fliegen, ne? Guck mal, wie viel Geschwindigkeit wir jetzt schon drauf haben. Oh nein, oh, ja, zu viel Geschwindigkeit. So, diesmal haben wir aber eine gute Linie geflogen. Sind wir eine gute Linie geflogen. Letztes Mal war es ein bisschen fail, wie ich da rumgeflattert bin. Sturzflug! Mann. Hm, das ging aber weit nach oben. Ja, bis dahin sollten wir es schaffen. Aha, nicht getroffen. Ach, und dahin soll ich. Locker. Ahaha, ihr habt den Dämon nicht bekommen. Armer Rohling. Hat bestimmt voll gut getan. Was war das? Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfröschen. Kommt. Hier ist ein Anzug. Übrigens, der Typ in Grün, da kommt mir die Synchronstimme ein bisschen bekannt vor. Okay, dann wollen wir uns mal hier direkt innen lang schleichen, oder? Nein, machen wir... Oh. Der kommt mir bekannt vor. Was? Ich bin's und ihr bist weg. Jetzt müsste ich mal bitte sehen, wo mein Ziel ist. So, jetzt. Ah, hier lang. Hab euch. Halt! Signore, trinkt das nicht! Du kommst zu spät. Der Doge ist schon tot. Was? Carlo? Verzeiht, Signore. Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Was? Dass sie alle so... Sino, Assassino! Ekeliges Zeug. Er hat ihn ermordet! Der Tod ist tot! Na, direkt zwei. Auch gut. Hab dich. Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint.
Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder, Messer Ezio? Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Requiescat in pace. Ich liebe dieses Requiescat in pace. Du tötest mich? Du tötest mich! Alter, der soll doch wenigstens sagen, dass ich das nicht war. Hihi. Puffsbombe! Bam! Pupsbombe! Bam! Schwimmen! Der hat mich jetzt echt unter Wasser mit einem Pfeil getroffen. Zum Glück ging der nicht ins Knie. Puh, so schlecht. Was, wen hast du? Oh, hi. Der ist gerade ins Wasser gesprungen. Codex-Seite erhalten. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 8 beendet. Der ist auch ins Wasser gesprungen. Glaube ich. Ich habe gerade weggeguckt. Uhr. Steam gucken. Was ist denn jetzt? Ja, Umhang in diesem Gebiet nicht wirksam, das wissen wir ja. Die erlauchteste Republik Venedig, 1486. Wollte jetzt sagen, erstaunliche. Aber okay. Da stand der Erleuchtete. Weiß ich nicht. Irgendwas mit Lauch wird mir nämlich komisch vorkommen. Okay, ich würde sagen... ich würde sagen, wir beenden diesen Part mal früh. Dann höre ich nämlich für heute auf und wir sehen uns im nächsten Part. Tut mir leid, dass es heute nur ein kurzer Part war. Beziehungsweise... es kommt ja noch einer hinterher. Glaube ich. Wenn das hier ein ungerader Part ist. Wir hören uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao. Stopp, es gibt noch was zu lesen. Ein neuer Stadtteil. Carlo Grimaldi. Nachdem er seinen Palast in Monaco aus politischer Machtgier verließ, wurde Carlo schnell ein wichtiger Gast an den Tischen des venezianischen Adels. Sein Ruf, diskret zu sein, ermöglichte den Eintritt in die Hinterzimmer. Und so schaffte es der Schuft in den Rat der Zehn. Während er den Ratsführenden Ignazio Contarini besuchte, traf Carlo auf Ignazios Tochter. Da sie dringend Hilfe brauchte und seinen vertrauenswürdigen Ruf kannte, vertraute sie sich ihm an. Ihr Vater hatte ihre Ehe arrangiert und sie wollte mit einem der Diener davonlaufen. Sie liebten sich schon, seit sie Kinder waren. Sie planten, ein neues Leben in Mailand zu beginnen, um frei von ihrem Vater zu sein. Carlo schlug eine sofortige Aktion vor. Eine Flucht per Schiff in dieser Nacht. Die beiden Liebenden folgten seiner Anweisung und als sie die Planke überschritten, waren sie frei. Jedenfalls, bis Ignazio an Deck erschien. Carlo wurde für seine Loyalität zur Contarini-Familie belohnt. Die wahre Liebe? Na, sie einfach selbst. Okay. Und Antonio. Und dann haben wir den Part auch doch schon fast voll. Auch gut. Na, und das hatten wir, glaube ich, schon. Naja. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.